Hallo bei Bildner TV, Foto, Video und einem neuen Video zur aktuellen OM5 von OM Systems, vormals Olympus. Heute geht es darum, wie man mit der OM5 Videos aufzeichnet. Ich zeige euch aber nicht nur, wie man völlig unkompliziert schnelle Videoschnappschüsse macht, sondern beweise euch auch, dass man mit der OM5 auf absolut professionellem Niveau filmen kann. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich begrüße euch bei Bildner TV Fotovideo, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Heute geht es darum, mit der OM5 Videos zu machen. Dazu ein paar Grundlagen bezüglich der Videoformate und der Standards beim Filmen, damit ihr besser einschätzen könnt, ob die Fähigkeiten der OM5 für euch so passen bzw. für eure Projekte so in Ordnung sind. Full HD-Qualität ist mittlerweile ja der Mindeststandard. Also Full HD bedeutet eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln oder Bildpunkten, auch 1080p genannt. Kleiner Tipp dazu, es gibt immer noch Fernsehsender, die ihr Material für die analoge Übertragung auf das kleine HD-Format von 720p runterrechnen. Wenn ihr also mit der OM5 Videos für einen Lokalsender oder so macht, dann reicht Full HD bei weitem aus. Heutzutage ist 4K allerdings in den Varianten UHD und C4K der neue Videostandard. UHD bedeutet Ultra HD, C4K ist das breitere Cinema 4K. OM Systems bezeichnet in der OM5 UHD einfach als 4K. 4K weist dabei eine exakte Verdopplung der Seitenmaße des Full HD Formats von 1920 auf 1080 auf 3840 x 2160 Pixel auf, was dann einer Vervierfachung der Auflösung entspricht. Das Format C4K, Cinema 4K, ist etwas breiter und hat eine Auflösung von 4096 x 2160 Pixeln, ist also ein bisschen breiter als das normale 4K-Format. Neben der Auflösung gibt es noch einen weiteren Wert, den man beim Filmen unbedingt kennen muss, den der Framerate oder Bildwiederholrate. Was man so auf YouTube sieht, das hat üblicherweise eine Framerate von 25 oder 30 Bildern pro Sekunde. Bilder pro Sekunde, da gibt es auch den Begriff FPS, also Frames per Second. Dann gibt es dann noch 50 oder 60 oder auch 120 FPS, Frames pro Sekunde. 50 und 60 beherrscht die OM5 nur in Verbindung mit dem Full-HD-Format. Also bei 4K bleibt es bei 25 oder 30 Frames pro Sekunde. Die 120, die sind für Zeitlupen sinnvoll, wenn man das Videomaterial dann stark verlangsamen möchte. Und auch das geht mit der OM5 nur in Full-HD, also Zeitlupen in dieser Framerate in 4K sind nicht möglich. Eine ganz praktische Sache beim Filmen mit der OM5 kann man auch beim Fotografieren, also wenn man gerade im Fotografieren ist, schnell einen Videoclip aufzeichnen, ohne irgendwas verstellen zu müssen. Man kann sich dann auch relativ gut auf die Belichtung verlassen. Wenn einem also so beim Fotografieren irgendwie gerade auffällt, da ist eine kleine Videosequenz jetzt vielleicht sinnvoll, dann muss man einfach nur den Record-Button hier oben drücken. Der ist zwar ein bisschen versteckt, aber das funktioniert schon. Probiert es einfach mal aus, wie ihr den am besten drückt. Die Kamera schaltet dann automatisch ins Seitenverhältnis 16:9 und nimmt dann automatisch belichtetes Videomaterial auf. Selbst wenn man gerade in einem der manuellen Modi oder halbmanuellen Modi fotografiert. Man muss sich also um die Belichtung wirklich überhaupt nicht kümmern. Für Videoschnappschüsse, also so schnelle Videoschnappschüsse, ist das natürlich ideal. Das klappt in fast jedem Fotomodus von M bis P hier auf dem Moduswahlrad. Nur bei der Langzeitbelichtung Bulb oder Live Bulb, da funktioniert es nicht. Da kann man also nicht unmittelbar filmen. Kleiner Tipp zwischendurch, wir haben bei uns im Bildner Verlag unter bildnerverlag.de natürlich auch ein Buch zur OM5, das unser Buchautor und Olympus-Kenner oder OM-System-Kenner Lothar Schlömer geschrieben hat. Ich empfehle euch dringend einen Blick in unser Buch zur OM5, weil da nun wirklich alles drinsteht, was man braucht, um mit der OM5 praktisch zu arbeiten. Das betrifft natürlich sämtliche technische Informationen, aber auch wahnsinnig viele Praxistipps.
Tipps, die man wirklich im Alltag mit der Kamera gut gebrauchen kann. Deswegen schaut mal nach unter bildnerverlag.de, da gibt es das Buch zur Kamera, natürlich als E-Book, aber auch gedruckt, ganz klar, und als Bundle aus E-Book und gedrucktem Buch. Außerdem gibt es im Online-Shop einige kostenlose Gratis-Kapitel, die könnt ihr euch wirklich kostenfrei runterladen und könnt schon mal ins Buch reinschauen. Wer jetzt mehr will als die vorhin erwähnten Videoschnappschüsse, der wechselt in jedem Fall in den dedizierten Videomodus hier oben auf dem Moduswahlrad. Denn dann hat man nur wirklich die volle Kontrolle über die Belichtung, die Filmformate und, was besonders wichtig ist, die Bildmodusoptionen. Dabei handelt es sich vor allem um zwei Formate, die einem bei der Nachbearbeitung von Videomaterial ungleich mehr Spielraum verschaffen als bei Standard-Videoformaten. Diese beiden Modi heißen kontrastarme Farben und OM-Log 400. Im Modus kontrastarme Farben werden Videos unter Verwendung einer Gradationskurve aufgezeichnet, die für Farbkorrekturen optimiert ist. Noch besser für die Tonwert- und Farbkorrektur geeignet ist meiner Meinung nach die Option OM-Log 400, die mit einer Log-Gradationskurve ausgezeichneten Videos, die bieten nochmal deutlich mehr Möglichkeiten, Farben und auch Kontraste, also den Dynamikumfang, die Tonwerte eines Videos maximal zu optimieren, ohne dass bei der Korrektur Tonwert und Farbabrisse auftreten. Und natürlich gibt es auch mit OM-Log 400 Grenzen, die nur durch Videos im RAW-Format erweitert werden könnten. Allerdings, die OM-5 beherrscht keine RAW-Videos. Neben der Wahl eines der beiden Bildmodi hat man im dedizierten Videomodus natürlich die volle Kontrolle über das Autofokus-System, also das Autofokus-Verhalten, und kann zum Beispiel auch den kontinuierlichen AF mit der Tracking-Funktion, also zur Motivverfolgung, oder auch die Gesichtserkennung einsetzen. Dann ist wichtig die Geschwindigkeit, mit der der Autofokus zum Beispiel von Motiv zu Motiv wechselt, so diese Fokusverlagerungen, um eben so weiche Fokusverlagerungen zu gestalten, die kann man auch im Kameramenü noch verändern und beeinflussen. Auch das Verhalten des Bildstabilisators, zum Beispiel für Freihandaufnahmen ohne Stativ, die kann man beeinflussen und justieren über das Kameramenü. Dann hat man die Möglichkeit, auch Videos vollkommen problemlos im Hochformat aufzunehmen. Die Kamera erkennt die Ausrichtung, in der gerade gefilmt wird. Und das nervige Flimmern von bestimmten Lichtquellen, so Leuchtstoffröhren oder so, das erkennt die Kamera auch und stellt dann in den Modi M oder S also ganz automatisch eine Verschlusszeit ein, bei der dieses Flimmern dann eben unterdrückt wird. Dann kann man natürlich Zeitlupenaufnahmen machen, Zeitrafferaufnahmen, alles ziemlich unkompliziert. Man kann einen Rauschfilter für Aufnahmen in relativer Dunkelheit zuschalten, also wenn mit hohem ISO-Wert gefilmt wird. Man kann natürlich den Weißabgleich für korrekte Farben direkt beeinflussen und zum Schluss natürlich auch die Tonaufnahmen manuell aussteuern. All das sind Features, die man von einer professionell zu nutzenden Kamera erwarten darf, und die Features hat die OM5 dabei. So, das war nun eine kleine Einführung in die Möglichkeiten, mit der OM5 Videos zu produzieren. Wenn euch das Video im Umgang mit der OM5 geholfen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da und vergesst natürlich auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Hier auf Bildner TV Foto Video gibt es noch mehr Videos zur OM5, aber natürlich auch zu anderen Kameras anderer Hersteller. Außerdem findet ihr hier Videos und Workshops zu allgemeinen Fotothemen und natürlich auch zur Bildbearbeitung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns hier bei Gelegenheit bald wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit der digitalen Fotografie, viele kreative Momente, und bis dann, ciao.